Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rayman 1. Ja, ich habe gerade eben offline das wunderbare Level Eraser Plains durchgespielt. Und zwar zu 100%. Ich sehe es da drüben, da ist schon unser fröhlicher Smiley. Ja, war zum Glück gar kein Krampf oder so. Nee, also das ist echt, das ist schon der Hammer. Aber gut, darum sollst du hier nicht gehen. Denn wir wollen ja jetzt die nächsten Käfige holen. Und zwar das in Bandlands. Und zwar bei den Bongo Hills. Mal schauen, ob wir da fündig werden können. Das ist ja eine sehr große Welt mit sehr vielen Leveln. Also ich hoffe mal, dass ich da alle Käfige jetzt finden werde. Also wie immer habe ich den Guide natürlich im Hintergrund offen. Werde ihn aber möglichst nicht verwenden. Und wichtig ist, wenig Leben zu verlieren, ne? Das ist ja hier somit das der Hauptteil. Deswegen, ihr seht, ich habe 4 Leben nur noch, aber dafür halt kein Game Over, wie es ja eigentlich da war. Trotzdem bin ich extrem oft gestorben. Also das ist echt nicht gut gewesen, der Run. Ich hätte es eigentlich nochmal machen müssen, aber ganz im Ernst, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Sorry, aber nee. Da zocke ich lieber hier noch ein paar Mal irgendwelche alten Level durch, so nebenbei, keine Ahnung, ein bisschen Musik hören oder so. Aber den Krampf tue ich mir nicht nochmal an, ey, das Level, das ist, ich glaube, diesen Anfangsteil, da habe ich 20 Mal gespielt oder so. Oh, das war so schlimm. Aber jetzt haben wir es geschafft. So, ich meine, hier war auch noch irgendwo ein Käfig. Aber ich glaube, den haben wir damals schon geholt gehabt. Ich glaube, da unten war das da. Ne, hier kamen wir her. Also, dann müsste eigentlich der Käfig direkt hier sein, aber ich, wie gesagt, ich glaube, den haben wir eh schon geholt. Naja, der müsste jetzt genau hier sein, aber den haben wir schon. So, aber auf meiner Karte ist noch irgendwas eingezeichnet. Das schaue ich mir gerade mal an. Was ist das denn? Hä? Okay, das schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an, Leute. Es tut mir leid, aber mich interessiert, was das ist. Gar nichts, okay. Hätte ich mir ja denken können. Aber ich weiß nicht, da war irgendwas eingezeichnet, deswegen hat es mich sehr gewundert. Aber gut. Genau, also eigentlich sind diese Level hier in den, in den Musikbergen extrem gut dazu geeignet, Leben zu sammeln. Außer man ist natürlich ein Vollidiot wie ich und bringt sich erstmal um. Und das im einfachsten Level von diesen scheiß Bongo-Hügeln, verdammt nochmal. Wie kann man das denn schaffen, sich hier ein Leben zu verlieren? Das geht doch einfach nicht. Wie geht denn das, Mann? Nee, also das war jetzt, can't believe it, Mann. Was soll der Scheiß? Und genauso lame habe ich auch in dem anderen Level meine Leben immer liegen lassen. Also durch die ganzen Schwerteile mal durchgeskillt. Und dann so richtig lame am Ende immer so richtig dumm einfach den Leben verloren. Naja, ich hoffe mal, das war das jetzt der einzige, das einzige dumme Leben, denn es kommen echt noch schwierige Teile in dem Level. Und gerade das nächste ist ja, Alter, extrem groß laut Karte hier. What the fuck? Aber gut, ich will nur alle Käfige haben. Ich hoffe mal, die kriege ich. So, was haben wir denn hier? Ja, ein paar Gestörte, wie es aussieht. Haut mal ab da. Und das Leben habe ich nicht eingesammelt. What the fuck? Warum das nicht? Das war jetzt nicht so schwierig zu holen eigentlich. Einfach dahin gehen, also. Ich meine ihn ja nur so, aber das war jetzt nicht so der Hardcore-Shit. Komm her, du dummes Vieh. Also. Ich weiß doch, dass wir damals für das Level extrem lang gebraucht haben. Ich werde jetzt in diesem Part durchzocken, ganz egal wie lange das braucht, und eventuell halt schneiden, wenn es um so 40 Minuten dauern wird, aber wenn es jetzt so eine halbe Stunde wird oder so, ich meine, da heule ich nicht rum. Alter, kannst du mal abkratzen? Danke. Er hält erstmal 1000 Schläge aus. Aber gut, das sind Gegner, die halten immer so viel aus. Das sollte ich doch schon gewöhnt sein mittlerweile. Komm, jetzt kratz mal ab hier. So, Nummer 1 ist tot und Nummer 2 geht mir auf den Sack. Komm, verpiss dich doch, Alter. Geh doch. Und neu gespawnt. Ja, klar. Vor 5 Minuten umgebracht, juckt das Ding nicht. Spawn einfach mal neu. Jetzt verpiss dich doch bitte, danke. Ja, also das ist so eine der Sachen, die an dem Spiel nicht so geil sind. Dieses ständige Respawnen von Gegnern. Aber das ist, glaube ich, bei jedem alten Game so. Ich weiß nicht, das hat man irgendwie noch nicht hinbekommen früher.
Und da weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt gewollt ist. Wobei ich mir bei den Entwicklern kann ich mir vorstellen, dass das gewollt ist, ohne Witz. Aber so, was von. Ja, ich bleib gerade nur stehen, weil ich mich wundere, wie man an den Käfig kommen soll, der da irgendwie eingezeichnet ist. Und was jetzt? Was jetzt? Okay. Denn hier runterzufallen ist quasi gleichbedeutend mit einem Instant Death, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. Wenn man hier runterfällt, ist man sofort tot. Ja. Okay, da war wohl nichts mehr. Also, ich bin jetzt schon relativ weit unten und ich sehe den Käfig quasi vor mir, aber ich weiß noch nicht. Na doch, ich... Ah, das ist tricky. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den sogar geholt. Obwohl, wir haben nur zwei Käfige, ne? Das ist nicht so viel. Und ich wette mit euch, dass ich den nicht geholt habe, weil der schon ein bisschen tricky ist, wie es aussieht. Dü, oh, ob ich den weggekillt habe, Alter. Drecksviecher da. Zack. Ihr könnt nicht. Ich weiß nicht, aber das Level kommt mir jetzt nicht so schwierig vor, wie irgendwann beim letzten Mal, als ich es gezockt habe. In der richtigen Aufnahme, da war das irgendwie ein bisschen problematischer. Ja, jetzt kommen sie aber an hier. Verpisst euch, Mann. Boah, ich sollte hier nicht so große Reden schwingen und lieber mich aufs Zocken konzentrieren. Hallo, verpisst ihr euch bitte? Dankeschön. Ja, kommt da von oben an, ey. So ein dreiste Sau. Ich muss da irgendwie hoch. Aber wie, das ist die Frage. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Fuck, Alter. Oh. Halt dich doch fest, du Dude, Mann. Und war's das? Ne, okay. Also das Ding fällt wieder zurück, wie es aussieht. Und ich glaube, ich muss jetzt da drauf stehen bleiben. Ne, doch nicht. Hä? Also wie soll man an diesem dreckigen Käfig drankommen? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ja, Leben ist natürlich nicht da. Das ist Wunschdenken. Oh, mach einen Abgang, Mann. Also ich muss das jetzt ausprobieren, auch wenn ich das Level vielleicht nochmal zocken muss, weil ich zu viele Leben verloren habe. Aber wissen, wo ich, wenn ich an den Käfig komme, muss ich auf jeden Fall. Das ist wichtig. Denn ja, den Käfig brauchen wir. Also sonst können wir nicht Mr. Dark besiegen und das wollen wir natürlich. Aber ich bin echt sehr verwundert, wie wir den Käfig kriegen sollen. Der muss wirklich sehr tricky sein. Du. Ja. So, ich glaube, wir müssen hier irgendwie gleich. Da oben ist er, ihr seht ihn. Ihr seht ihn, den Dreckigen, der oben wartet, ja. Aber von der Seite kommt man auf gar keinen Fall ran. Also wenn dann von der anderen Seite irgendwie. Also irgendwie so, aber keine Ahnung, da ist ja nichts, was da erscheint oder so. Wie soll das gehen, Mann? Verrat jetzt mir doch. Keine Ahnung, Mann. Da scheint auch nichts oder so. Okay, ich muss mal ganz kurz auf den Guide nachschauen. Also steht nicht da, ja klar, Alter, was ist das denn? Wie asozial ist das denn? Okay. Ja, das ist ein bisschen random, leider. Also ich weiß doch, Pookie hat sich mal bei meiner Rainbow-Map beschwert, dass da irgendwas random wäre. War auch viel random, gebe ich dazu. Aber jetzt weiß ich, warum da so viel random war, weil es bei Rayman 1 genauso random ist, ey. Ihr werdet staunen. Und ich habe mich jetzt leider sehr unnötig umgebracht, deswegen. Ja, also ich sollte vielleicht auch lieber gleich auf den Guide schauen und nicht meinen, ich könnte so finden. So, wir müssen nämlich hier hinter. Also hinter das Ziel und dann erscheint hier eine Wolke. Alles klar, oder? Kann man drauf kommen, oder? Also klar, wenn man aus Versehen so hinter das Ziel geht, dann findet man es, aber ansonsten. Ey, das ist ja richtig. Was ist daran so nice, Mann? Das ist einfach ein random Käfig, der aber asozial zu finden ist. Und wie man daran kommen soll, jetzt weiß ich auch nicht. Hä? Dein Arsch offen, Alter.
Okay, wie es aussieht, braucht man die Fähigkeit zum Rennen. Ansonsten schafft man das ja gar nicht. Ja, können wir froh sein, dass wir die haben. Boah, jetzt wäre ich fast noch daneben geflogen. Ja, ich wäre so ausgerastet, Mann. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und obwohl, nach dem ganzen Zeug, was ihr jetzt schon gesehen habt, ihren Rayman, wahrscheinlich schon. Also ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt, ne, an Rage, aber... Also ich bin aktuell auf dem Level, dass ich weiß, wir hatten das Mr. Stone Level und wir hatten das erste Level aus der Bilderwelt. Aber was dann noch so alles kommt an Rage-Momenten, das weiß ich nicht. Aber das wisst ihr dafür schon. Yeah, das kann ich dir sagen, Rayman, wir haben es geschafft. So, jetzt kommt auch gleich das nächste Assi-Level. Obwohl, das geht eigentlich. Das ist eigentlich voll okay. Ja, hier hat es auch irgendwo einen Käfig. Ich schaue lieber gleich nach. What the f- ja, okay, ja, okay. Ich, den haben wir vielleicht, aber auch vielleicht nicht. Das sage ich die ganze Zeit, hey. Weil ich erinnere mich halt noch an den ganzen Käfige bei Rayman. Ich weiß halt noch nicht mehr, also als ich es auf dem GBA gezockt habe. Ich habe die da übrigens alle selbst gefunden. Ich habe da nichts nachgeschaut. Das mache ich jetzt nur im LP, dass ich hier nicht ewig suche und ganz viele Leben verbrate, weil ich da ehrlich gesagt echt keinen Bock drauf habe. Was ich jetzt mal schon verständlich ist. Weil das Ganze halt doch echt viele Nerven. Oh, viele Nerven kostet. Und vor allem auch viel Zeit, ja. Also die ganzen Dinger jedes Mal zu sammeln, das ist schon echt zeitaufwendig. Die ganzen Leben. Damit man da immer irgendeine Chance hat. Und ja. Deswegen ist es, denke ich, auch nicht so schlimm, dass ich das da nachschaue, wo die ganzen Käfige sind, weil, wie gesagt, ich habe da halt echt nicht so viel Lust drauf, die alle so zu suchen und mein Leben zu verschwenden. Vor allem, weil ich das schon mal gemacht habe und jetzt, seriously, jetzt hängt das Ding da oben fest. Nee, okay. Ja, das ist das einzige Gute an diesen Respawn-Sachen, dass man nur einen Zentimeter weggehen muss und schon respawn auf die wichtigen Objekte. Aber die Gegner, das ist schon manchmal echt lächerlich, wie schnell das respawnt. Ja, wie soll man das machen? Ja, ist klar. Hä? Ist doch vollkommen gestört. Also ihr seht schon, ich habe schon so genug zu tun mit den Käfigen. Selbst wenn man weiß, wo die sind, sind die schwierig zu holen. Das Asoziale ist, dass man halt einfach alle finden muss. Also ich habe beim ersten Mal durchspielen echt mich gewundert, wie soll man jetzt, also hat das Spiel kein Ending oder was? Lol, was ist das für ein Bug? Das ist ja richtig verbuggt hier. Naja, machen wir uns nichts draus. Wir haben den nächsten Käfig, noch zwei Stück fehlen. Und ich meine, in diesem Level ist kein einziger mehr. Sehr schön. Da kann ich hier ganz beruhigt zu Ende spielen. Aber ich wundere mich echt, wie ich da so viele Leben verloren habe. Also jetzt mal, also ich habe da wirklich viele Leben verbraucht bei den Bongo-Hügeln. Ich meine, das Level ist lang. Okay. Ist ja okay, es ist lang. Was. Aber wie konnte ich da so viele Millionen Leben verbrauchen? Also ich habe da wirklich viele Leben verbraucht. Und ich meine, so schwierig ist es jetzt bisher nicht. Ich glaube, hier unten war ein Leben. Ich hoffe, das ist respawned. Das wäre richtig nice. Würde mich aber arg wundern. Ja, chill doch dein Leben, ey. Ja. Ja, wir wissen, dass du geisteskrank bist. Komisches blaues Ding, ey. Warum bin ich hier überhaupt runtergegangen? Ich wusste, hier ist nur ein Leben. Und hab jetzt so viele, zwei Lebenspunkte liegen lassen. Vielleicht sogar drei, nee, zwei. Nur, um vielleicht noch ein Leben dazu zu kriegen, wo ich eigentlich weiß, dass es nicht mehr da ist. Ah, das wäre richtig schlau gewesen. Naja, vielleicht kriegen wir noch die 50 T, 100, ach, 50, ey, was laber ich für einen Scheiß. 100 Dings, bevor. Okay, da hätte ich was. Also, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Dings sammeln hier. Weil ihr wisst ja, mit 100 Dings kriegen wir das nächste Bonusleben.
Und das könnte ich jetzt extrem gut gebrauchen. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang hier. Okay. Ja, ich habe jetzt schon fast 70. Damit kann man was machen. Was ist das denn? Wo the fuck? Hä, Leute, was ist das denn? Wo ist das denn? Egal, ich hau ab, Leute. Tschüss. Ich lasse die alle da rumspinnen, so viel wie sie will. Solange sie mich in Ruhe lässt. Ich hau ab, ey. Das ist mir zu krass. So. Damit sollte auch das Level gleich geschafft sein. Okay, nochmal ein Fotograf. Aber das Bandland ist echt schön, ey. Also das mag ich sehr, die Welt. Das ist ein Leben. Gibt es Leben, ja, du blöde Biene. Gib es her, Mann. Steh nicht im Weg rum. Hey, warum habe ich denn das nicht bekommen? Das ist doch voll einfach zu holen. Man muss doch nur die Alte hier besiegen. Jetzt kratz doch mal ab hier. Ja, geht doch. Hä, aber jetzt, wirklich, warum habe ich das nicht geholt? Ich vermute, dass ich keine Leben mehr hatte. Also keine... What the fuck, was war das denn? Ach so, so ein Spinner da. Ja, klar. Trifft mich schon, bevor ich den überhaupt sehe. Mhm, ist logisch. Komm, kratz doch einfach ab da. Und du auch. Dreckskerle. Und ein P. Und dann geht's auf zum nächsten Level. Ja, es hat sehr viele Level. Also, was kommt jetzt für kranker Scheiß? Oh. Ja, klar. Ich find's aber echt gut, dass ich alle Fähigkeiten hab. Und da kann ich ganz bedenkenlos alles holen. Was steht hier? Great. Great, ja. Okay. Awesome. Und einen Käfig gibt's auch noch. Und ein Assi. War ja klar. Dass es in diesem Spiel nichts geschenkt gibt, das sollte man mittlerweile gelernt haben. Gut, das war, glaube ich, der vorletzte Käfig. Aua. So, die Special Four. Ja, klar, jetzt kommt es von allen Seiten schon wieder. Aber es gibt echt viele Heilungsmöglichkeiten noch. Boah, geh da hoch, du Irrer. Boah, zum Glück war das kein Instant Death. Es gibt ja auch manchmal diese Teile, bei denen man sofort stirbt. Das finde ich zwar richtig assi, aber gut. Was ich assi finde und was nicht, das ist dem Spiel ziemlich scheißegal. Okay, alle Käfige. Wir können das Level ganz normal zu Ende zocken. Und ich musste nur einen nachschauen. Aber der war auch echt assi. Also, please. Also, wer den so findet... Also, ich habe ihn ja auch mal so gefunden, aber auf die Schnelle. Das ist schon schwierig. So, jetzt nur nicht mehr abkratzen und danach wäre alles geschafft, was ich schaffen wollte. Also ihr merkt schon, mit den Fähigkeiten ist es wesentlich leichter. Ihr müsst euch vorstellen... Na gut, das stimmt natürlich. Ich hatte damals keinen Helikopter. Ah ja, gut. Ja, dann ist es schon... Dann ist es schon schwieriger. Beim ersten Durchspielen. Na, das muss man bedenken. Okay. Ja, ich laber jetzt hier so rum. So, oh, ist ja voll einfach das Level. Aber gut. Ohne Helikopter. Und ohne Run ist das, denke ich, nicht so leicht. Ja, das muss man berücksichtigen. So, also hier habe ich zum Glück den Käfig schon geholt. Der war nämlich echt schwierig. Das ist, glaube ich, der... Ja, gut. Also vom Finden her ist der andere am schwierigsten. Aber vom Skill her ist der am schwierigsten. Und da ist ein Leben. Wie komme ich an das scheiß Leben ran, Mann? Gib's her. Gib es her. Ich will das Leben haben. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ja, Musik ist natürlich auch wieder epic. So, aber ich schaue, glaube ich, ganz kurz nach in dem Guide, wie ich an den Käfig komme. Das interessiert mich schon auch. Und falls ich, nicht Käfig, sondern an den, an das Leben natürlich. Und falls ich sterben sollte, bin ich hier auch ausgerüstet, weil ich hier direkt gespeichert habe. Ja? So, schauen wir mal ganz kurz. Das ist dieses Level hier. Das Leben kriegt man... Okay, ist eigentlich ganz easy, wie es aussieht. Einfach darüber springen, aber ich glaube, da braucht man den Sprint für. Deswegen habe ich das davor nicht geholt. Okay, das ist ein Assi, den kann man aber einfach killen. Das ist ja kein Problem.
Boah, ich habe so einen Hass auf diese dämlichen Augen, ey. Die sind irgendwie richtig OP. Ja, wo kommst du denn her? Hallo? Kommt der einfach irgendwie aus dem Boden, oder was? Ja, ist schon klar, ey. Also manchmal ist das echt ein bisschen lächerlich, was die Gegner hier abziehen. Aber ich die Käfig habe ich bekommen, da musste man doch aber auch hier hin, oder? Wieso habe ich das Leben da nicht? Hust du ab, du irrer Mann. Ja, jetzt chillt doch mal euer Leben, ey. Was ist denn los bei dir? Oh, was? Ich hätte gerade Facecam anmachen müssen, ey. Einfach mit offenem Mund hier gesessen. Wie geil ist das? Drei Leben auf einmal. Oh, geil. Okay, es war auf jeden Fall kein Fehler, dieses Level zu machen. Denn damit habe ich genug Leben, um ins nächste Level zu starten. Das war ja mein eigentliches Ziel, ne? Also ich nehme diese komischen Käfigparts immer nur dann auf, wenn ich nicht genug Leben habe, um ins nächste Level zu starten. Aber jetzt habe ich wieder 9 Leben. Ich glaube, davor hatte ich 4. Das ist nicht so viel. Aber 9 lässt sich was mitmachen. Das ist gut. Ja, wobei, also wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Ich habe das Gefühl, ich muss ab jetzt immer jedes Level offline nachzocken, weil die zu assi sind. Aber gut. Was ist das jetzt hier für ein Scheiß? Boah, Alter, das Monsterrad ist voll gedodged hier. Muss man ja aufpassen hier. Ich sag voll oft hier, ist mir aufgefallen. Ja, ja. Ich glaube, dann kommt noch ein Level und dann müsste es aber auch schon vorbei sein, der Kampf hier. So, was ist dahinter? Hat es da noch irgendwas Wichtiges, Leben oder sowas? Ich glaube schon. Schauen wir mal runter. Also Tinks gibt es auf jeden Fall und Tinks ist ja irgendwie auch gleich Leben. Dauert zwar nur ein bisschen, aber gut. Ja, seht ihr. Leben. Alter. 10 Leben haben wir jetzt. Oh fuck, hier sind... Oh nö. Leute, warum... Wie hat der mich nicht getroffen? Aber ich beschwere mich ja gar nicht. Ich komm, kratz ab. Kratz ab, du Assi. Alter, ich kann von Glück reden, dass ich hier nicht vorher hingegangen bin. Weil damals wusste ich nämlich noch nicht, wie man ducken und gehen gleichzeitig kann. Das haben wir erst letztens rausgefunden. Also ist umso besser, dass ich damals ins Ziel gesprungen bin. Weil sonst hätte ich mich freiwillig umbringen müssen. Und dann hätten wir das Leben damals nicht für Mr. Stone gehabt. Ja, ja. Das ist schon nice. Und jetzt das letzte Level. Ich glaube, der Part... Okay, ist 20 Minuten lang bisher. Und hier sollten wir auch nicht allzu lang brauchen. Ja, also ich weiß ja. Also damals habe ich echt ewig gebraucht, obwohl ich jetzt sogar noch viel abgesucht habe. Gut, habe ich damals, glaube ich, zwar auch... Aber wie gesagt, damals hatten wir halt die Fähigkeiten noch nicht, die echt Gold wert sind. Also gerade der Helikopter, wie jetzt zum Beispiel. Ich kann mich immer in der Luft abfangen und das mache ich halt auch jedes Mal. So, da war damals auch noch ein Leben. Boah, das war knapp. Aber gut. Er braucht schon Leben. Nee. Jetzt gibt's es halt nicht. Nein! 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 Oh! Crap, ey. Jetzt nicht so oft abkratzen, bitte. Also dieser Tod vom Anfang, der regt mich echt immer noch auf. Der war so unnötig einfach. Wie konnte man da runterfallen einfach? Das geht nicht in meinen Kopf. Oh, aber das war auch gerade so scheiße, der Tod, Mann. Ja, ich war zu ungeduldig. Einfach länger warten. Also jetzt warten, bis die Wolken verschwinden. Dann am besten jetzt schon springen und dann kann man ganz gechillt rüber. So, jetzt könnte ich zu dem Assi da, aber da gibt's eh nichts. Oh, und all meine Things wurden resettet, ey. Das ist aber echt uncool. Ah, ja, guck, das ist schon wieder so ein Assi-Move von dem Game. Warum müssen denn alle Things resettet werden, wenn man ein Level... Also, wenn man ein Leben verliert. Was soll das denn? Ich meine, sowas machen doch keine netten Entwickler. Ey, wo kommt das denn schon? Oh, Alter, man wird wirklich überall von irgendwas getroffen. Das macht das Ganze so assi.
So, was gibt's hier? Vielleicht gibt's hier noch ein Leben. Vielleicht gab's hier aber auch nur einen Käfig. Kann ja auch gut sein. Boah, was ist das denn hier für ein kranker Scheiß, ey? Ja, klar. Na, sieht so aus, als gäbe es hier nur Tings, leider. Aua, hä, was? Ja, klar, wie will der... Wehe, du kratzt mir jetzt ab, Mann. Das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt so verkacke hier. Mann, so ein Scheiß, was soll das denn? Ich sollte echt nicht ausprobieren. Einfach ins scheiß Ziel gehen, Mann. Ich verliere nämlich nur Leben, anstatt dass ich welche finde, Mann. Einfach ins Ziel gehen und dann sich freuen, dass man so viele Leben hat. Aber ich habe schon fast meine ganzen 3 Leben, die ich da gefunden habe, die sind fast wieder alle weg. Gut, 4 Leben habe ich insgesamt gefunden im Level. Plus noch ein paar durch Dings. Ich glaube eins, na, ein paar. Eins habe ich durch Dings bekommen. Also ja. Ich glaube insgesamt 5 Leben plus durch das Level. Ja, wir hatten 9, 5 plus. Nee. 10, 11, 6 sogar. Wir hatten ja am Anfang mehr als nur ein Plus. Ne? Wir haben ja am Anfang noch 2 Tode sogar gehabt. Das heißt, wir haben sogar 6 oder 7 Leben plus gemacht. Das ist schon krass. Also kann man sich nicht beschweren. So, jetzt gehe ich einfach ins Ziel und hau ab. Hätte ich gleich machen sollen. Da hätten wir einen Tod weniger gehabt. Ja. Warum nicht gleich so? Ich check's manchmal selbst nicht. Naja, Leute, aber das war's von dem Part. Wir haben erfolgreich einen weiteren Käfig geholt. Im nächsten fehlt uns auch nur noch einer. Also in den nächsten Parts schätze ich mal, machen wir wahrscheinlich die beiden Level hier. Und dann geht's bald richtig ab. Und auf dieses Level, Alter, ich will es nicht nochmal spielen, aber ich muss einfach. Und ab da hole ich ja eh alle Käfige immer sofort. Also, ja. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier zu Let's Play Rayman 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao.